Eine Reise durch Ungarn mit der Sportgemeinschaft Stern, Sparte Fotowerk wird im März 2016. Erster Tag. Ankunft in Kecskemét und Besuch im Mercedes-Benz-Werk. Und erstes Abendmenü im Restaurant Kispukasi. Zweiter Tag. Nach einem reichhaltigen Frühstück erreichen wir nach etwa 3 Stunden Fahrzeit die barocke Stadt Ege. Unsere Stadtführerin in Ege. Das Lyzeum bzw. die Pädagogische Hochschule von Ege. Die Kamera Obscura projiziert Live-Bilder der Stadt auf die weiße Fläche. Nach der Besichtigung der Hochschule geht es zum Mittagsbuffet mit uneingeschränktem Verzehr der Weine, Biere und Erfrischungsgetränke. Nach dem Mittagessen bleiben etwa 40 Minuten Zeit, die Burg von Ege zu besichtigen. Um 15 Uhr gibt es in einem historischen türkischen Zelt einen kleinen Umtrunk mit türkischen Süßigkeiten. Dreißig Minuten später fährt der Großteil der Gruppe in einen Weinkeller zu einer Weinprobe. Der restliche Teil der Gruppe besichtigt die Innenstadt mit dem Doboplatz und der Minoritakirche.
Um etwa 17 Uhr fahren wir zurück nach Keshkemet, direkt zum Abendmenü im Restaurant Kisbukasi. Während der Busfahrt sind wir bestens mit Getränken, Mineralwasser und Dosenbier versorgt. Dritter Tag. Nach dem Frühstück fahren wir nach Esztergom an der Grenze zur Slowakei, der früheren Hauptstadt Ungarns. Dort besichtigen wir den Dom von Esztergom, die größte Basilika des Landes. Um 13.20 Uhr geht es zum Rittermahl im Restaurant Visegrad. Es gibt Reragusuppe, Truthahnschenkel und Schweineribchen in beliebiger Menge. Dazu wird reichlich Rot- und Weißwein serviert. Zum Abschluss gibt es für jeden noch einen Ritterbecher. Nach dem eineinhalbstündigen Gelage wird die Burg von Visegrad besichtigt. Nach einem kurzen Aufenthalt in der kleinen Barockstadt Szentendre geht es zurück nach Keshkemet zum Abendessen ins Restaurant Kisbukasi. Vierter Tag. Stadtbesichtigung Budapest. Nach etwa 2 Stunden Fahrzeit erreichen wir den Heldenplatz in Budapest. Die Burganlage Vajda Unyad. Auf dem Gelehrtberg hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt und die Donau.
Der Burgpalast auf dem Schlossberg im Burgviertel ist das größte Gebäude Ungarns. Die Matthiaskirche war die erste Kirche auf dem Schlossberg. Die Fischerbastei. Die Freiheitsbrücke ist eine der Brücken, die die beiden Stadtteile Buda und Pest verbindet. Während der Hauptteil der Gruppe sich in der Markthalle zum Mittagessen aufhielt, nutzten einige Teilnehmer die Gelegenheit, auf einem Spaziergang zum Parlamentsgebäude einen Eindruck von der Stadt zu erhalten. Die Straßenbahnlinie an der Donau ist weltweit eine der schönsten Bahnlinien. Die Kettenbrücke ist die älteste der neun Budapester Brücken über die Donau. Das direkt am Donauufer gelegene Parlamentsgebäude ist 268 Meter lang. Die Eingangshalle im Parlamentsgebäude. Der Sitzungssaal. Nur wenige Fotografen nutzten die Gelegenheit, das Parlamentsgebäude in schönem Nachmittagslicht zu fotografieren. Die St. Stephans Basilika. Die Kettenbrücke am Nachmittag und am Abend. Am Abend starten wir zu einer 90-minütigen Bootsfahrt auf der Donau mit einem sehr reichhaltigen Buffet mit Sekt, Weinen, alkoholfreien Getränken und Zigeunermusik.
Wer nach dem Essen noch Zeit hat, kann die sehr schön beleuchteten historischen Gebäude an den beiden Donauufern bestaunen. Fünfter Tag. Kalossa und Umgebung. Nach dem wie immer sehr reichhaltigen Frühstück, fahren wir Richtung Kalossa. Erster Stopp ist bei einem Volkskunsthaus. Dort erhalten wir bereits nach etwa 2 Stunden Fahrzeit unser zweites Frühstück mit Weinen, Schnäpsen, Erfrischungsgetränken und den lokalen Wurstspezialitäten. Während des Essens gibt es eine kurze Tanzvorführung von einem Paar in der lokalen ungarischen Tracht. Wer nach dem Essen noch Zeit hat, kann das kleine Museum mit sehr schön eingerichteten historischen Räumen besuchen. Nach etwa einer Stunde geht es weiter ins Stadtzentrum von Kalossa. Wir besichtigen das Paprika- und das Porzellanmuseum. Der weit über das Land hinaus bekannte Organist, Leni Falosi Wilmo, gibt in der kleinen Klosterkirche ein kurzes Privatkonzert für die Gruppe.
Um 13.30 Uhr sind wir beim Mittagessen auf einem Pferdehof in der Pusta. Es gibt Leberknödelsuppe, ungarisches Gulasch und eine Süßspeise als Nachtisch. Dazu wird reichlich Rot- und Weißwein serviert. Nach dem Essen, etwa um 15 Uhr, geht es für eine halbe Stunde mit der Pferdekutsche in die Pusta. Nach der Kutschfahrt kann der Pferdehof besichtigt werden. Am Nachmittag fahren wir in ein Weindorf. Ein Ort, der nur aus Weinkellern besteht. Am Abend werden wir in einem kleinen Dorf bei einer Försterfamilie mit dem kulinarischen Highlight des Tages verköstigt. Es gibt Suppe aus Knochenfleisch, das Knochenfleisch mit Tafelmeerrettich und Kartoffelsalat, gebratene Würste sowie Blechkuchen mit Kirschen. Dazu wird ungarischer Wein und Schnaps in beliebiger Menge serviert. Sechster Tag. Das Benediktiner Kloster Pannonhalma. Nach dem Frühstück in unserer Pension in Keskemét erreichen wir nach etwa 3,5 Stunden Fahrzeit das Kloster Pannonhalma. Das Kloster wurde vor über 1000 Jahren im Mittelalter gegründet. Seit 1996 ist die Erzabtei mit ihrer bedeutenden Bibliothek UNESCO-Weltkulturerbe. Dem Kloster ist eines der angesehensten Schulinternate Ungarns angegliedert. Die Bibliothek der Benediktinerabtei Pannonhalma ist eine der größten und schönsten Klosterbibliotheken Europas.
Heute umfasst die Bibliothek etwa 300.000 Bücher. Nach 90 Minuten Klosterbesichtigung geht es wie jeden Tag zum Mittagessen, heute in das nahegelegene Restaurant Viator. Nach dem zweistündigen Menü fahren wir zurück nach Kecskemét zum Abendessen direkt ins Restaurant Kispukasi. Siebter Tag. Pécs, eine der ältesten Städte Ungarns. Nach 3 Stunden Fahrzeit kommen wir in Pécs, an der Porzellanmanufaktur Solnay an. Wir besichtigen die Manufaktur mit ihren historischen Gebäuden. Im Porzellanmuseum ist klassische und moderne Porzellankunst ausgestellt. Nach der 90-minütigen Besichtigung von Manufaktur und Museum geht es zum Essen ins Restaurant auf dem Manufakturgelände. Es gibt eine Suppe als Vorspeise, pro Person 3 Schnitzel mit etwas Kartoffelpüree und einen süßen Nachtisch. Die St. Peter und Paul Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert.
europäisch, ist bereits über 2000 Jahre alt. Die Innenstadt wurde im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Nach der Stadtbesichtigung geht es zurück nach Keşkemet zum Abendessen. Der letzte Tag in Keşkemet. Wie an jedem Morgen, gab es auch am Karfreitag ein Frühstück mit Kaffee, Fruchtsäften, Müsli, Eiern, Käse und natürlich den lokalen Wurstspezialitäten. Der Hauptteil der Gruppe konnte in der sehr schönen Pension Fabien wohnen. Eine Teilnehmerin musste im Hotel Talisman übernachten. In der Markthalle werden lokale Produkte wie Blumen, Gemüse, Obst und Fleisch angeboten. Während ein Teil der Gruppe zum Karfreitagsessen in ein Fischlokal ging, konnte die restliche Gruppe die sehr schöne historische Innenstadt von Keşkemet besichtigen. Die katholische Großkirche.
der Hauptplatz mit der Reformierten und der Franziskanerkirche. Das 1893 erbaute Rathaus. Über den Flughafen Budapest geht es zurück nach Deutschland. Eckdaten der Reise. Die Reise kostet pro Teilnehmer etwa 750 Euro. Hinzu kommen noch die persönlichen Kosten für nicht bereits vorbestellte Serviceleistungen, wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Restaurant- und Kaffeebesuche. Bitte beachten, nicht in Anspruch genommene Leistungen müssen in vollem Umfang bezahlt werden. Den Teilnehmern wurden für Leistungen, die während der Reise bezahlt wurden, größtenteils keine Rechnungen bzw. Quittungen ausgestellt. Für den oben genannten Reisepreis erhält man den Flug von Stuttgart nach Budapest und zurück. 7 Übernachtungen in einer sehr guten Pension bzw. in einem Hotel der unteren Mittelklasse, Aussage der Teilnehmerin mit dieser Übernachtungsvariante. Etwa 2400 Kilometer Busfahrt bzw. etwa 40 Stunden Fahrzeit. Bis zu 4 Mahlzeiten pro Tag mit ungarischen Wurst- und Fleischspezialitäten und den dazu passenden Getränken. Schnaps, Wein, Bier und Erfrischungsgetränke. Und natürlich den Besuch der gezeigten Ortschaften und Sehenswürdigkeiten mit einem ungarischen Reiseleiter. Die Reise wurde von der Sportgemeinschaft Stern bezuschusst.